Wir sind Steffi und Johannes und wir zeigen dir, wie wir unseren alten Pajero umgebaut haben zu einem preiswerten und sehr praktischen Abenteuermobil. Damit kommen wir sogar bis in die Wüste. Hallo, in diesem Video wollen wir euch unseren selbstgebauten Dachgepäckträger vorstellen. Den seht ihr hier oben an unserem Pajero. Und ja, wie es dazu kam, dass wir den überhaupt selber gebaut haben, das erklärt der Johannes gleich. Ich stelle euch den einfach nur mal ganz kurz im Groben vor. Ihr seht schon, wir haben hier eine Leitbar angebracht für unsere Abenteuer, damit wir auch immer einen schönen Schlafplatz finden. Wir haben hier Aufnahmeschrauben für die Befestigung unserer Sandbleche, weil auch Sandbleche braucht man auf Abenteuern natürlich immer dabei. Wir haben jede Menge Platz für unseren Ersatzreifen, Ersatzkanister für eben Benzin oder Diesel in unserem Fall. Und wir können sogar unseren Duschsack da oben drauf befestigen und unsere Dusche anbringen. Vielleicht kennt ihr die Videos schon. Ja, und jetzt wird Johannes euch erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir den selber gebaut haben. Ja, unseren Dachgepäckträger haben wir uns selber überlegt, wie Steffi ja schon gesagt hat. Und das hatte auch einen besonderen Grund, denn ich hatte mich schon vorher informiert, was gibt es denn für den Pajero für Möglichkeiten, dass man so einen Dachträger oder Dachgepäckträger auf dem Dach befestigen kann und was gibt es da so für Hersteller. Und das, was ich gefunden hatte, waren halt doch alles teure Dinge, zum einen von Roof Rack oder von Reno Rack, je nachdem, der eine oder andere, der wird das wahrscheinlich kennen, dass diese Dachgepäckträger oder Dachträger dann wirklich um die 1000 Euro kosten. Und das war uns einfach ja vom Budget her etwas zu teuer. Und da haben wir uns gedacht, hey, das kann man ja auch mal selber probieren und schauen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, da kam mir die Idee, dass ja solche Aluminiumprofile super stabil sind. Und dann haben wir uns schlussendlich daraus diesen Dachgepäckträger gebaut, haben dann Airline-Schienen auf dem Dach verklebt. Klar, die einen werden jetzt schreien, oh, verklebt. Ja, man kann natürlich das Ganze auch verschrauben oder vernieten und zusätzlich noch kleben. Das kann ja jedem selbst überlassen sein. Aber wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass, wie gesagt, das Ganze verklebt ist. Und es hält wunderbar, wie ihr vielleicht in unseren Reisevideos schon gesehen habt. Und ja, wir sind einfach froh, dass wir diese Möglichkeit gefunden haben, doch relativ günstig diesen Dachgepäckträger auf unser Dach zu bekommen. Was haben wir ausgegeben? Verrat's ruhig. Ja, ungefähr, je nachdem, kann man sagen, bei unserer Sache waren es roundabout 350 bis 400 Euro. Und das ist dann doch ein ganz guter Deal. Wenn man natürlich das Ganze selber zusammenschrauben kann, das ist wunderbar. Ja. Wir zeigen euch den jetzt mal. Ich gehe jetzt einfach mal mit euch einmal ums Auto rum. Dann könnt ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen, denn ich habe ja schon gesagt, wir haben hier zum Beispiel auch noch eine Befestigung für unsere Duschbrause. Wer das Duschen-Video kennt, also wo wir unsere Dusche vorgestellt haben, dem dürfte hier dieses Teilchen bekannt vorkommen. Da kommt nämlich unsere Duschspinne für den Duschvorhang dran. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, guckt es euch mal an. Das ist echt ziemlich cool. Einfach mal bei uns auf dem Kanal nach dem Video zur Outdoor-Dusche suchen. Das findet ihr. Ja, und so sieht das Ganze aus. Ich gehe jetzt nochmal hier mit euch rum. Ja, wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr Bock habt, auch so einen Dachgepäckträger oder Dachträger selber zu bauen, Johannes, was dann? Ja, wir haben den ganzen Herstellungsprozess und den Planungsprozess haben wir aufgenommen und verarbeitet. Und ja, wir bieten euch das Ganze an als eine Art Bauanleitung aus Videos und Bestellmöglichkeiten, Bestelllisten. Ja, und ihr könnt das Ganze dann bei uns erwerben. Genau, den Link packen wir euch natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Ja, mehr Infos zu unserem Dachgepäckträger und zu anderen spannenden Dingen findet ihr auf unserer Webseite einfach-abenteuerlich.de. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, da würden wir uns sehr freuen, um unser Wissen und unsere Dinge mit euch zu teilen. Und wenn ihr andere coole Ideen habt, wie man sowas noch perfekt umsetzen kann,
dann schreibt das einfach in die Kommentare, da freuen wir uns wirklich drüber.